Hallo und herzlich willkommen hier zu Die Sims 3 und unserer Familie Siege 2.0. Ja, tut mir leid, dass es heute alles ein bisschen sehr, sehr spät kommt, aber ich brauchte meinen Schlaf, ich hatte kaum welchen. Und von daher habe ich jetzt erst sehr spät aufgenommen, bei mir ist es gerade 9 Uhr abends, Montag. Und von daher nehme ich jetzt erst alle Sims-Parts für diese Woche auf und ja, hoffe natürlich, ihr seid mir nicht allzu böse, aber deswegen kommt ja jetzt hier das wahre College-Leben mit unserer Familie Siege 2.0. Mittlerweile schon in Part 81, ne? Ich glaube, wir sind jetzt schon bei Part 81. Mensch, wir gehen auf die 100 zu. Oh mein Gott, dann haben wir es endlich mal geschafft, mit einer Familie 100 Parts zusammen zu bekommen. Wahnsinn. So, was jetzt? Lagerfeuer anzünden? Okay, ich dachte eigentlich, du machst hier noch ein bisschen was mit ihr, aber gut, okay, wenn du nicht möchtest. Dann zünd mal ein Lagerfeuer an, Sarah. Ist ein super Plan. Dann leuchtet sie vielleicht auch mal ein bisschen farbenfroher. Ach, Mensch, zeig mal her dein tolles Feuerchen. Ja, das sieht doch mal nach einem Feuer aus, Mensch. Total toll. Wahnsinn. Ja, und nu? Jetzt ist keiner mehr da, mit dem du irgendwas machen kannst. Dann mach mal Holz drauf und... Ja, keine Ahnung. Kannst mal ein bisschen im Lagerfeuer stochern. Keine Ahnung, vielleicht bringt es ja irgendwas. Das sieht schon cool aus, ne? Das hat was. Kann man nicht anders sagen. Aber hier ist keine Musik, gar nichts. Das ist doch irgendwie voll langweilig. Ach, wir können ja einfach mal hier eine Arschbombe reinmachen. Zieh dich aus, meine liebe Sarah. Wir wollen gucken, wie du hier eine Arschbombe in den Pool machst. Weil wir sowas immer schon mal sehen wollten. Na? Okay, wir stochern noch eine Weile rum. Gut, ich wäre aber lieber für springen. Wenn ich so ganz ehrlich bin. Sarah? Kuckuck. Ups. Feuer ist ja super interessant. Okay, sie will jetzt auch wieder werfen. Okay. Eigentlich ganz lustig, die ganze Geschichte. So, Sarah kommt. Sarah macht sich hübsch. Sarah springt und Sarah... Wuhu! Yay, Sarah! Ja, Mensch, Sarah, was soll ich dazu sagen, ne? Schwimmen steht dir gut. Kannst eine Runde nackt baden, wenn du das lustig findest. Keine Ahnung, Sarah ist jetzt mal hier... Keine Ahnung, hat zu viel Rauch abbekommen oder so. Man weiß es nicht. Na, Sarah, bist du mutig? Morgen, heute vielleicht? Man weiß es nicht. Okay, was haben die da hinten für ein Problem? Wow, Sarah nackt! Sarah nackt! Sarah nimmt sich schlecht, wenn sie so weitermacht. Muss ich sie bitten zu gehen? Warum benimmt sie sich schlecht? Jeder andere würde sich freuen. Sowas muss ich nicht verstehen, oder? Ach Mensch, Sarah, schwimm einfach weiter. Das machst du toll. Bisschen Kontakte knüpfen nebenbei. Wahnsinn. Aber ich glaube, du solltest langsam mal nach Hause und was essen, meine Liebe. Hier... Komm, mach mal, dass du nach Hause kommst. So, Pia kippt hier auch schon fast vom Stuhl. Die ist ziemlich müde, die Gute. So, dann räum mal hier noch bitte dein Essen weg, Liebes. Und dann, das hier vielleicht, na gut. Ich bin heute mal nicht so, ich stell's dir selber in den Kühlschrank. So, und dann kannst du hier mal eine Runde schlafen kommen. Es ist spät, ihr seid müde, ihr müsst schlafen. So, Tara, du kannst dich dann hier auch mal schläfrig betätigen. So, aber unsere gute Sarah muss vorher noch was essen. Hier, bitteschön. Und dann kannst du auch schlafen gehen, weil langsam ist es schon echt spät. Tara, du musst mir jetzt auch deine Malerei hier unterbrechen. Weil ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur wach sind. Machen wir uns morgen zum Unterricht. So, Tara klappt das Bett runter. Eine Sensation. Lass dich bitte nicht erschlagen, Liebes. Dankeschön. So, dann gehen wir eine Runde schlafen. Ach, hi. Aber ich finde, das Zimmer von Ihnen ist richtig, richtig schön geworden. Ich habe es jetzt auch endlich fertig gebracht, es online zu stellen. Vielleicht verlinke ich das Ganze auch schon in dieser Folge. Mal gucken, vielleicht auch erst in der nächsten. Dann findet ihr den Link zum umgebauten Wohnheim hier in der Videobeschreibung und könnt es auch bei euch platzieren. Ach Mensch, Sarah, bist du fertig? Sehr gut. Und sie räumt es sogar selber weg. Sarah, ich bin so stolz auf dich. Das machst du so super. So, dann kommen wir hier hoch. Die anderen schlafen schon. Die sind schon fast wieder ausgeschlafen. Nur du wieder nicht. Und es kann so nicht weitergehen, so 2:01 und Sim stockt, keiner weiß warum, aber wir werden es erleben. Dann, dann, dann. Ja, gut, dann warten wir einfach den kleinen Moment ab und warten, was wir erleben. Ne? Dazu müssen wir aber 2 Sekunden warten. Während wir warten. Ne? Hallo? Kuckuck. Ah, ihr guckt gar nichts. Manu.
Liebes Spiel, würdest du dich zu einer Pause bereit erklären? Das wär total nett, wirklich. Total toll. Also du musst nicht, aber ich würde mich schon sehr freuen. Irgendwie? Nein? Bitte? Bitte, bitte? Ah, danke schön. Sehr nett von dir, Spiel. So, dann können wir ja glatt weitermachen. Wer hätte es gedacht? So, Sarah, zeig uns deine super Bettausklappkünste. Ja, Mensch, wird doch. So, dann musst du dich nur noch reinlegen, Liebes, im Bett von Sarah schlafen. Ach so, wir sind gerade bei Pia. Ah, das erklärt es. Bitte schön. Gute Nacht, Sarah. Schlaf schön und morgen wird bestimmt ein anstrengender Tag, schulmäßig und so. Gutes Nächtle. So, was ist mit euch anderen hier? Ihr schlaft einfach tief und fest. Naja, mein Gott, machen wir auch mal die Augen zu. So, was? Neun Fahrzeuge wurden gelöscht, eine Stereoanlage wurden ausgeschaltet, verschwundene Sims zurückgeholt. Liliana schrill, okay, gut, dass sie verschwunden ist. Komische Angelegenheit. So, Pia und Tara, naja, das dauert auch noch ein bisschen, ehe ihr hier ausgeschlafen seid. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch hinkriegen. Weil in 5 Stunden beginnt der Unterricht schon mal bei unserer guten Pia. Und bei den anderen Mädels auch. Meine Güte, Mädels, also ich hoffe, ihr kriegt das hier noch hin mit eurem Schlaf. Aber es sieht bis jetzt ganz gut aus, dass es sich hier doch noch etwas hebt, die Anzeige. Ja, langsam, aber sicher. So, 5 Uhr, wie viel Zeit habt ihr noch? 3 Stunden, na mein Gott. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bin ja gespannt. Schwubidu. Ah, wir sollten vielleicht mal eine Stereoanlage anschalten, weil ich finde es sehr ruhig hier. Wo habe ich denn eine? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach Gott, hier habe ich eine. So, umschalten auf. Ja, Indie finde ich schon mal gut. Und Lautstärke ändern auch. Machen wir mal auf Mittel. Dann kriege ich hier vielleicht auch noch was von mit. Okay, du warst nicht Sim genug, um diese Pflicht zu erfüllen. Oh Gott, was hatten wir für eine Pflicht? Ich habe es vergessen. Und Terra Teacher hat verdorbenes Essen im Inventar. Gott, was hat sie denn da drin? Einen verdorbenen Saft. Okay, den brauchen wir jetzt nicht. So, ich würde euch ja jetzt gerne mal das Bett machen lassen, aber ich habe Angst, ihr kommt darin um. So, Pia kann das ja ohne Sorge machen, aber bei Sarah und Terra habe ich so ein bisschen Angst, muss ich gestehen. So. Nee, nicht Bett schließen, einfach nur Bett machen. Was anderes sollt ihr gar nicht machen. So, dann einmal duschen gehen, meine Liebe. Pia, du kannst auch einmal duschen gehen. Und meine liebe Sarah, du musst auf Duschen verzichten. Du gehst erst auf Toilette. Bitte schön. Lauft los, Mädels. Macht euch fertig. Die Schule beginnt und ihr müsst euch beeilen. So, bald beginnt für Pia Teacher der erste Kurs für heute. Verbliebene Tage bis zur Abschlussprüfung um 11. Alles klar, wir sind also eine ganze Weile hier. Unsere Anzeige steht überall gleich. Alles klar. Na, mal gucken, wie wir das denn jetzt gleich hier so meistern. Okay, eure Handys klingeln schon mal. Wahnsinn. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich groß mit euch machen soll. Obwohl, Tara, die müsste auf jeden Fall noch was essen, bevor sie hier irgendwo hingeht. Ich weiß gar nicht, warum sie jetzt schon wieder so viel Hunger hat. So, aber dann musst du auf jeden Fall den Unterricht besuchen. So, Pia, die kann gleich loslaufen, genau. Und ja, Sarah, dich hätte ich gerne noch unter der Dusche gesehen. Boah, ich wollte gerade sagen, willst du echt jetzt mit deinem anderen Outfit da loslaufen? Mädels, werdet ihr jetzt hier mal fertig? Wuhu! Okay, Tara ist fertig, sehr gut. Dann komm mal hierher, Sarah. Und geh mal noch schnell duschen. Tara, los! Schneller! Gott, Mädels, ihr braucht viel zu lange. Pia, lauf los! Ach Mensch, wir brauchen hier irgendwie 3 Duschen. Weiß ich nicht. Wartet, wir machen jetzt 3 Duschen draus. Wer braucht den Kleiderschrank da hinten? Wir brauchen 3 Duschen. So, haben wir hier überhaupt bei uns im Zimmer einen Kleiderschrank? Nee. Naja, mein Gott. Ist das schlimm? Nee, eigentlich nicht. Gut, dann mache ich das hier einfach mal wieder weg. Das braucht kein Mensch. So. So, und der steht sowieso irgendwie dann da. Und der Spiegel. Ach, brauchen wir den eigentlich? Er braucht den Spiegel. Nee. Auch weg damit. So. Ich baue hier lieber nochmal so eine Duschkabine hin. Statt hier ständig warten zu müssen, bis wir vielleicht hier irgendwann mal erlöst werden. So, hier so einen schicken Bogen rein. Und eine schicke Dusche gewählt. So, schicke Dusche, komm her. So, schicke Dusche steht. Dann brauchen wir noch eine Lampe für die schicke Dusche. Ja, was ist das eigentlich für eine? Sind die überall drin? Ernsthaft? Naja, mein Gott. Okay, den Spiegel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte die Lampe. So. Bitteschön.
Gut, dann haben wir Licht, da hinten haben wir einen Schrank und, naja, besser einen Schrank als keinen Schrank. Wir haben drei Duschen, haben drei Toiletten. Mein Gott, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen entspannter hier mit den Sieges. So, Mädels, dann, ne, los geht's. Schneller. Ihr verpasst den Unterricht. Nicht gut, gar nicht gut. Terra, wie alt bist du? Oh, Terra, Liebes, beeil dich. Schneller, viel schneller. Beginnt der Unterricht schon? Naja, nein, weiß ich nicht. Wann beginnt er denn eigentlich? Ich muss mal den Stundenplan angucken. Ja, scheiße, von 8 bis 10. Ah, es ist 8 Uhr, ihr seid zu langsam. Verdammt. So, hier, weg damit. So, gehen wir einfach mal Sarah hinterher, weil die hier noch so ganz gemütlich durch die Gegend wartet, was ich ja nun überhaupt nicht verstehen kann. Sarah, go! Sarah, go! Schneller! Wir müssen uns beeilen, Sarah. So schnell sind wir dann nicht. Schneller! Was schaffen wir es nicht? Eigentlich sind wir jetzt schon zu spät. Ich bin überhaupt am Zweifeln, ob der Unterricht überhaupt noch was bringt. Ups, ich muss noch kurz warten, bis sich hier die Texturen geladen haben. So, Sarah, los! Lauf, 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 lauf! Okay, sind wir da? Juhu, wir sind da! Sehr gut! Sehr gut, sehr gut! So, dann gehen wir hier mal wieder raus. So, was ist jetzt hier? Hart arbeiten. Wir müssen das jetzt alles mal irgendwie rausholen, deswegen arbeiten wir jetzt mal ganz hart. So, es ist 9 Uhr, wir haben noch eine Stunde Zeit, um hier noch irgendwas zu vollbringen. Wo müssen wir danach hin? Danach von 12 bis 14, und von 16 bis 18. Okay. Gut. Ich überlege gerade nur. Dienstag, Donnerstag. Haben wir jetzt... Achso, haben wir Dienstag und Donnerstag nur einen, nur diese beiden Sachen. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Achso, wir haben jeweils dann Dienstag und Donnerstag nur eine Sache zu machen. Ah, so, jetzt habe ich es kapiert. Ach du meine Güte. So, dann haben wir ja heute eigentlich nur einen stressvollen Tag. Wer hatte jetzt eigentlich hier am wenigsten zu tun? Ich glaube, Pia war das, oder? Genau, Pia hat hier nur einmal 8 bis 10 und 12 bis 14. Dann ist sie aus dem Schneider und dann hat sie sonst sowieso nicht so viel zu tun. Mein Gott, auch nicht übel. So, Pia, wo kommst du jetzt hier raus? Du bist irgendwo am Po. Oh mein Gott. So, kannst du irgendwas Sinnvolles machen? Spiel mal ein bisschen Gitarre, dann geht es dir vielleicht ein bisschen besser. So, Sarah, du brauchst eigentlich ein Bett. Ah, ungünstig. Ja, wo bist du gerade rausgekommen? Hier drüben. So, dann, ja, sollten wir vielleicht dich irgendwo auf eine Parkbank packen? Oh, wie herrlich. So, haben wir hier irgendwo eine Parkbank? Ich sehe keine Parkbank. Parkbank? Keine Parkbank. Ah, Parkbank. So, Sarah, schnell hier ein Nickerchen machen. Beeilung. So, und Terra, was kannst du gebrauchen? Skizze, Petite, nein, wo ist denn dein komisches Buch? Ist es nicht das? Ja, hier, komm. Üb noch ein bisschen zeichnen. Wo ist Terra überhaupt? Terra ist hier. Alles klar, sie war bei diesem Kunstinstitut bestimmt, oder? Bist du das? Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Terra, jetzt leg mal los hier in deiner kreativen Beschaffenheit und zeig uns, wie das Ganze hier so funktioniert. So wahnsinnig toll und kreativ. Ja, das sieht eigentlich schon mal gar nicht so übel aus, oder? Ich finde, das sieht ganz gut aus. So, Terra ist nur noch ein Busch. sich versteckender Busch. Nicht wahr, Terra? Aber sonst ist alles gut. Also sieht schon ganz cool aus, oder? Also ich finde das... Ich weiß ja nicht, was es werden soll, aber es sieht gut aus. So, Mäuschen, du musst aber wieder zum nächsten Unterricht. Das ist gleich soweit. Also lauf am besten schon mal los. Ich weiß nicht, wo du hin musst, aber lauf schon mal los. So, Pia auch und Sarah auch. Obwohl, Sarah lasse ich noch 2 Sekunden schlafen. So, Sarah, jetzt kannst du los. So, gehen wir mal zu Sarah zurück, damit wir gucken, dass sie auch ja pünktlich noch zum Unterricht kommt. So, Mäuschen, aufstehen. Genau, so, hoch mit dir. Wir müssen ganz schnell los. So, ja, hart arbeiten, super Plan. Nimm uns mit, Liebes. So, ich frag mich ja, wo wir jetzt hin müssen. So, wir laufen wieder einmal rum. Gott, hier sind aber auch viele Studenten unterwegs. Ich finde, das ist wirklich toll gemacht hier, dass hier wirklich so viele Leute immer irgendwie zu sehen sind und von A nach B laufen. Hätte ich doof gefunden, wenn es anders wäre. So, ja, tschüss, Terra, nimm uns nicht mit. Bye, bye. Ach, verdammte Axt. So, warte, wir müssen raus. Sarah, komm zurück. Gott, was war das denn jetzt gerade für eine Lupenerscheinung? Vor allem, was war Sarah gerade für eine Erscheinung? Das ist die viel bessere Frage. Ach so, ja, wandern wir so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Radeln an unserem Wohnheim vorbei. Tschüss. Ach, nee.
Ja, Parkplatz. Ich finde es so schön hier. Scheiße, ich könnte ewig hier so in dieser Kameraperspektive verbleiben, weil ich es einfach so toll finde. Aber ich glaube, wir kommen zu spät, gerade weil wir jetzt hier hinten wieder an dem Grundstück gelandet sind. Ach nee, das ist immer doof. Ah, wir sind bei der Sporthalle. Alles klar. Na, dann geht das ja noch so halbwegs, aber ich wette, es ist gerade trotzdem zu spät. Tschüss, Sarah. So, wie spät? Naja, eine halbe Stunde zu spät. Aber besser als zu spät, ne? So, wir arbeiten hart und füllen mal bitte unsere Leiste hier auch auf. Das wäre echt nett. Ach du meine Güte. So, zwischen den Seiten des Buches von Sarah Seacher war offenbar ein Abschlusszweck versteckt, der sich jetzt in ihrem Inventar befindet. Okay, alles klar, cool. Ich will gerne trotzdem noch wissen, wozu die Gartenzwerge gut sind. So, Spieluhr brauchen wir nicht. Ja, wir könnten ein Hufeisenfeld kaufen, das ist bestimmt ganz lustig. So, Mädels, werdet ihr dann fertig oder eher nicht? Oder, naja, keine Ahnung, wir können es einfach mal abwarten. Aber bis unsere Mädels hier wieder draußen sind, mache ich hier erstmal an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns morgen in einer weiteren Folge wieder, wenn ihr wollt. Und ja, bis dann!